Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Cry 6. Jetzt müssen wir da die nächste Geschichte hier nochmal rausgesucht. Aber noch ein paar iranische Geschichten. Gut, kann ich jetzt schnell reisen? Nein, weil wieder irgendwo angeblich ein Kampf ist. Okay. Hier ist halt weit und breit nichts. Und nicht mal irgendwelche Tiere da. Ah, jetzt. Okay. Gut. Starte ich nochmal Einsätze? Ja, warum nicht? Ah, stimmt, die können wir sogar noch machen. Interessant, dass es jetzt die ganzen Wochen gehalten hat, den ich jetzt halt nicht mehr aufgenommen habe. Gut. Dann, ja. Das mal an. So, und das ist einfach eine Information. Sehr schön. So, vielen Dank für die Knarre. Dann schauen wir bei dir mal nach. Wir nehmen die Wachen. Ja, ich glaube, Geld haben wir auch. Ist halt wenig. Ja, Konvoi folgen. Dafür brauche ich dann doch noch die Ressourcen. Ah. Von daher. So, immerhin 2 verloren, 5 gekriegt, das passt. Gut. So, und dann hätten wir das noch. Ja gut, ich mein Geld haben wir, aber. Ja, der hat mal eine Befragung gebraucht. Gut, haben wir nicht so viel verloren. Das ist in Ordnung. Ja, das ist eine große Mission, sehe ich gerade. Da haben wir jetzt viel verloren. Schade. Ja, Streichhölzer. Jeden Fall. Ja, alles hochjagen. Okay. Ja. Hoffen wir das Beste. Jawohl, sehr schön. Glück gehabt. Cool. So, dann schauen wir doch mal. Jetzt haben wir den Schrede gewandt. Ja, nee, bei dich. Tückisch hätten wir noch jemanden.
So. Rein Experte. Und mit Befragung. Cool. Dann auf, meine Lieben. Ich habe ein paar Infos für dich. Und, was hast du? Die beste Art, Vorräte aufzustocken? Nimm sie von deinen Gegnern. Bald gibt es einen Abwurf und wenn wir schnell genug sind, gehört er uns. Muchas gracias. Ja, die sollen den abwürfen. Ah. Explosion. Ja, nicht schlecht. So, die 300 Meter werden wir, glaube ich, dann mit dem Ding gerade mal zurücklegen. So. Gerade einmal die Kabel hier nochmal entwirren. So, besser. Dann können wir da mal rüber landen. Auf jeden Fall mal gucken, was das dann für ein Auftrag wird. Bin ich doch schon mal gespannt. Toka-Finker. Gut, angekommen. Ich bin es leid, diesen egoistischen Kindern zu helfen. Auf jeden Fall. Mit dir sprechen. Oh, sind fast auf dir gelandet. Ich bin es leid, alle Bauern hier ständig überzeugen zu müssen, Libertad zu helfen. Was macht die Guerilla schon für uns, außer unser Leben in Gefahr zu bringen? Ihr sagt zwar immer, wir kämpfen für die Menschen, aber ihr wisst nicht mal, wer diese Menschen sind, oder? Heute ist der Tag, an dem Libertad sich bei mir und meinen Bauern revanchieren wird. Denn sonst werden wir euch Heuchler nicht mehr helfen. Verstanden? Statte den Höfen Arese, Duarte und Hinojosa und der Casa Rivera einen Besuch ab. Hilf ihnen bei allem, wobei sie Hilfe brauchen. Lass sie wissen, dass sie nicht vergessen wurden. Wenn meine Bauern glücklich sind, bin ich auch glücklich. Und wir werden Libertad weiterhin helfen. Na gut. So, das wären dann ein paar Bauernhöfe. Nur so Flugding. Nutzen wir das doch mal. Erst so ein bisschen Loot mitnehmen. Das könnten wir auch stilecht mit dem Traktor durch die Gegend fahren. Aber das da geht, glaube ich, ein bisschen schneller. Ach, hier ist auch noch einer, sehe ich gerade. Okay. Dann fangen wir mal an. Aber du hättest aber auch noch was für uns. Hier drüben. Sag mir, was du weißt. Du findest die Vorräte hier.
Wehe, du verrätst, dass du das von mir hast. Gracias. Dankeschön. So, du hast deine Nützlichkeit überschritten. Gut, dann erzähl mal. Bitte, komm her. Ich habe einen Schrittmacher. Und diese Elektrizität ist zu gefährlich für mich. Kannst du diese Kabel lösen? Sí, ich helfe dir. Wenn du mir dabei hilfst, helfe ich Libertad. Mit deinem Schrittmacher, ne? So. Ich schätze, wir müssen dann hier rüber. Dann da drauf springen. So. Zieh doch mal dran, bitte. Okay, ich habe nicht lange genug gedrückt. Okay. Fuck, ich gehe gleich drauf. Das wird so irgendwie nix. Ich glaube, dann schaue ich mich hier erstmal noch ein bisschen um. Kann das sein? Ah, okay. Perfekt. Okay, dann kann ich jetzt wahrscheinlich da dran. Aua. Und das jetzt problemlos ziehen. Na komm. Gut, das war komplizierter, als es nötig gewesen wäre. Das bedeutet mir sehr viel. Signora Toca, ich habe Signora Rivera mit Elektrik geholfen. Ist sie jetzt zufrieden? Scheint so. Wollte sie, dass du noch mehr für sie tust? Nein. Sie hat mir einfach ständig gedankt. Klingt nach ihr. Genau. So. Na komm, so kaputt ist das Ding noch nicht. Machen wir das als nächstes. Ich lande vielleicht nicht da mittendrin. Landen wir besser mitten in den Hühnern. Ah, hier ist wohl noch ein Dings, ne? Ein Hahn zu mitnehmen. Diese Soldados sind herzlos. Signora Toca, ich habe den Leuten auf der Finca Risse geholfen. Sie sind glücklicher in dem Wissen, dass ihr Hahn einen neuen Besitzer bekommt. Das hat sie so gestört? Einige Leute haben so winzige Probleme und denken trotzdem, das Ende der Welt naht. Ach, so ist das wohl. Ja,
So ist das wohl. Okay, das war's schon. Gut. Ist hier zufälligerweise immer der Schlüssel? Sieht mal nicht so aus, aber wie gesagt, wir kommen ja auch so wieder raus. Oder auch nicht. So. Gut, ich hätte nicht gedacht, dass es damit zusammenhängt. Das hätte ich vielleicht erst mit euch geredet. Na gut. Hey. Gut, dann haben wir das ein bisschen abgekürzt. Auch nicht verkehrt. Ah, da ist der Schlüssel. So wäre es dann auch gegangen. Gut. Dann haben wir hier erstmal alles Wichtige mitgenommen. Bisschen Sachen noch kaputt gemacht. Ja, Fenster müssen halt nochmal regeln, das ist ja schon. Ja, es ist ja nicht mein Problem. Da gerade wird eine Leiche liegen. Verzeihung. Genau. Okay. Gut, dann ist das auch wieder fit. Alles klar, nächste. Nehmen wir das. Ja, ich glaube, ich lande da mal hier. Dann können wir mal schauen. So, dann jetzt vielleicht erst mit den Leuten reden, bevor wir uns hier umschauen. Ich sollte Signora Tocca anrufen. Signora Tocca, ich habe schlechte Nachrichten wegen der Finca Hinojosa. Die Soldados haben dort Menschen hingerichtet. Wen? Ein älteres Paar und zwei Guerilleros. Wahrscheinlich ihre Söhne. Verdammt. Die Jungs haben immer damit angegeben, Guerilleros zu sein. Sie haben die Aufmerksamkeit auf ihre Eltern gezogen und, naja... Was kann ich tun? Nichts. Ich schicke jemanden hin. Es ist nicht die erste Familie, die exekutiert wurde. Das ist die traurige Wahrheit. Okay. Hm. Ja, müssen wir schauen, ob wir hier noch irgendwie weiterkommen. So, ich helfe. Kommen wir da irgendwie rein? Das war ein relativ längerer Huster. Danke. Obenrum vielleicht? Ich meine, hier ist ja was drin. Das möchte ich dann gerne haben. Zumindest die Absperrung ist jetzt weg. Ja, wahrscheinlich von unten, ne?
Ja, brenn du mal frei. Aber leider nicht das Richtige. Na gut, ich befürchte, das wird dann doch nichts. Ah doch, hier geht's rein, okay. Au! Okay, dann weiß ich, bis das Feuer weg ist. Renn mal schön aus, Haus. Ich möchte da nämlich noch eine Runde looten. So. Schuhe? Ah, komm, das Metall ist es nicht wert. Gut. Dann, können wir in der nächsten Folge noch den letzte Ecke uns vornehmen. Mal schauen, was das gibt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet Spaß. Seid dann beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.